Weil Sie so ein Tatort-Experte sind, möchten wir heute Abend mit Ihnen ein kleines Spiel machen. Und zwar das ultimative Satire-Show Tatort-Kommissare raten. Wir machen Folgendes. Nils Holst und ich tragen Ihnen Tatort-Dialoge vor. Wir spielen sie auch gleich ein bisschen nach. Und Sie müssen erkennen, welches Ermittlerduo wir sind. Das Jahr, die Folge. Oha, um Gottes Willen. Und was danach gesagt wurde. Ich brauche jetzt Ihre Hilfe, ne? Das merken Moment, Sie schon, wir ne? sind hier nicht bei RTL mit Wer wird Millionär? Hier wird kein Publikumsjoker gefragt. Das ist ja schade. Das werde ich persönlich verhindern. Das sind aber nette Leute hier, die helfen mir schon. Schleim sich nicht so ran, ja. So, Sie sind hier. Sie sind bereit? Es geht los. Achtung, erste Szene. Gar kein schlechtes Restaurant, das Goldstübchen. Aber ob es wirklich einen Stern verdient hat, das wollen wir mal dahingestellt sein lassen. Aber an der Vorspeise war nichts zu mäkeln. Die Foie Gras war à point, auch die Veloute mit Krebsschwänzen, ein Gedicht. Vielleicht hätte der 92er, was für ein Getränk, Wohnromane. Danke. Etwas kühler sein können. Aber der Fischgang, nee, das muss ich Ihnen wirklich sagen. Der gebratene Rochenflügel, der war irgendwie stark ölig, geradezu degutant. Könnten Sie bitte Ihre Speisekartenvorträge später halten, sich erstmal um Ihre Arbeit kümmern? Warum erzähle ich das? Sie haben ja keinen Sinn fürs Kulinarische. Nee. Außerdem könnten Sie sich den Laden sowieso nicht leisten. Sie sind jetzt die Leiche. Ach du Scheiße, das kann ich am besten. Ja, im Drehbuch steht, macht an der Leiche rum. So. Ja, bisschen toter, ja. Mundwinkel runter wie immer. Ja, genau, ja, sehr gut, sehr gut. Ja, sehr gut, sehr gut. Sehr gut. Großes Talent. Wenn der Tatort mal eine Leiche braucht, hier ist eine. So, letzter Satz. Auf den ersten Blick eine ziemlich tiefe Stichwunde mit Öffnung der Karotis. Karotis? Karotis. Wenn du sagst. Völlig egal. Ja. Was war's? Also mit der Küche, das muss der Palü gewesen sein aus Saarbrücken. Der ist uns gerade gestorben. Jochen Senf ist gestorben. Aber ist das eine Szene mit ihm? Also ich finde, Herr Stecken hat eine zweite Chance. Ich finde, Sie dürfen noch mal raten, auch wenn es total gegen die Spielregeln ist. Echt? Ja. Aber Leichen wissen so gar nichts. Jetzt ziehen Sie sich nicht so raus. Das Münster. Münster. Der Mann ist aber St. Pauli-Fan. Das Problem ist, da... Der Thiel, dieser Thiel ist St. Pauli-Fan. Ja, das rettet Sie jetzt auch nicht mehr. Das geht ja gar nicht. Wie soll ich da drauf kommen? Das rettet Sie jetzt auch nicht mehr. Sie haben es nicht gewusst. Sie haben alle Folgen auf DVD, aber seit Jahren nicht mehr angeguckt. Wahrscheinlich. Ja, das stimmt. Seitdem ich Leiche bin, sozusagen. Ja, genau. Funktioniert da gar nichts mehr. Es war natürlich Börne, und zwar im Tatort Münster, der doppelte Lott aus dem Jahr 2005. Und so sah die Szene aus. Gar kein schlechtes Restaurant, das Golfstübchen. Ob es nur wirklich einen Stern verdient hat, das wollen wir mal dahingestellt sein lassen. Aber an der Vorspeise war nichts zu mäkeln. So, das war's als kleiner Beweis. Na? Nicht schlecht. Hier kommt Szene Nummer 2. Dafür muss ich rübergehen zu Nils, denn das ist eine schauspielerisch sehr anspruchsvolle Szene. Deswegen spielen wir die hier. Ich bin der Kommissar, ich komme rein, das ist mein Assistent, ich stehe hier und habe eine Packung Kondome in der Hand und sage, für ein außergewöhnlich schönes und aufregendes Erleben. Ich bin beeindruckt, das willst du denn anstellen mit den Dingern? Ach, das sagst ja du. Was steckst du deine viel zu große Nase in meinen kleinen Schreibtisch? Ich habe nur ein Vernehmungsprotokoll gesucht, weiter nichts mit Verlaub. Da staunst du, ha? Hältst du mich für verklemmt? Nö, ist das dein Vorrat für ein Jahr oder für mehrere Jahre? In der Hinsicht hast du doch schon Rente eingereicht. Na komm, sowas kaufen wir doch nicht im Sonderangebot. Das ist gefährlich. Und wenn schon, dann in bunten Farben, als Luftballons für die Enkel. Also Kondome könnte Schimanski sein, sozusagen. Nein. Nein? Noch eine Chance. Oh Mann. Ich hole hier noch weniger Punkte als der HSV heute hier. Das ist ja echt bitter. Denken Sie an den Preis, den es zu gewinnen gibt. 3 Kondome heute Abend. Also Sie steigern die Motivation. Aus dem Tatort von damals. Und damals ist lange her, es ist eine Folge aus dem Jahr 1996. Und zwar waren es, letzte Chance. Ich gebe Ihnen Tipp. Dieses Blau. Herr Stegner, woran denken Sie da? An welche Stadt denken Sie da? An welchen Fußballverein müssen Sie bei diesem Blau denken? Bei Blau? Schalke.
Gelsenkirchen. Herr Stegner, ist schon klar, dass Sie den Fußballverein schon vergessen haben. Das kann ich mir. Fußball, keine Ahnung. Stöver? Ja, natürlich. Manfred Stöver, Krug und Manfred Charles Krug. Brauer. Ja. Tatort Hamburg, Tod auf Neuwerk, Folge 328, 1996. So, jetzt die letzte Szene. Die Packung Kondome ist schon leider verloren, das tut mir leid. Jetzt sitzen wir gemeinsam in einem Auto. So, geht los. Hast du die Zeitung schon gelesen? Mensch, lass mich doch in Ruhe, mich interessiert der Scheiß nicht. Hier, der Leser fragt sich, und ich mich natürlich auch, ob es dem international bekannten Fotomodell Veronika Worms endlich gelingen wird, den bekanntesten Junggesellen im Revier, gleichermaßen gefürchtet in der Unterwelt, wie beliebt bei den Damen, für längere Zeit an sich zu binden. Kannst du mir vielleicht mal sagen, was die Arschlöcher mein Privatleben angeht? Also wenn das nicht Schimanski ist, dann ist mir nicht mehr zu helfen. Richtig, so, das ist die Lösung. Gerade so ist Ihnen noch zu helfen, natürlich. Das war Schimanski, Christian Tanner, Tatort Duisburg aus dem Jahr 1986. Und weil es so schön war, komm, wir gucken noch mal rein. So sah die Szene im Original aus. Fast so gut gespielt wie von uns beiden, aber natürlich nur fast. Trotzdem halten wir in Ehren Götz George. Herr Stegner, eine von drei richtig beantwortet. Ein Kondom als Preis für Sie. Bewahren Sie es gut auf. Vielen herzlichen Dank, ganz grandios gemacht. Toll, dass Sie da waren. Ralf Stegner, vielen Dank. Kommen Sie gut nach Bordesholm. Ralf Stegner, meine Damen und Herren.